Ja, hallo und herzlich willkommen zur Raw Review vom 19.06.2017 in Annsville, Indiana im Ford Center. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer das Wrestlepedia Mischa. Guten Abend. Ja, fast schon Nacht bei uns, ne? Wo wir jetzt aufnehmen. Ja, stimmt, 11:30. Ja, 11:30 an einem Mittwochabend. Besser geht's nicht, oder? Mir würden ungefähr 25 bessere Dinge einfallen. Mir auch. Erste Sache ist schlafen gehen. Genau. Aber natürlich für euch extra nehmen wir Raw auf. Das muss einfach sein. Jetzt sehe ich gerade, dass mein Bericht komplett falsch ist. Super. Weil ich jetzt komplett vergessen habe, was am Anfang war. Ach ja, stimmt, das habe ich ja geskippt. Deswegen weiß ich auch nicht. Du musst anfangen. Ja, also Roman Reigns kam raus. Wird ausgebuht. Hat gesagt, er kriegt einen Titel oder er will ein Titelmatch. Oder beziehungsweise er hat ein Titelmatch beim SummerSlam, weil das ist sein Yard und er kann die Regeln aufstellen und jeder, der ein Problem damit hat, soll zu ihm kommen, denn niemand könnte was gegen ihn ausrichten. Er hat immerhin Braun Strowman, Dean Ambrose, Finn Balor und Bray Wyatt im 1 gegen 1 besiegt. Er hat den Undertaker retired. Er hätte Respekt vor dem Taker, aber auch der Taker hätte Respekt jetzt vor ihm, nachdem er ihn locker besiegt hat. Und ja, ihm ist es Latte, wer beim SummerSlam dann Champ ist. Er wird auf jeden Fall gegen den Champ antreten. Ob es jetzt Brock Lesnar ist oder der Typ halt, der sich Joe nennt. Und Joe kommt dann hinzu und sagt dann, dass er da eine schöne Liste gerade aufgelistet hat an Namen, die er schon besiegt hat, aber er hat noch nie Samoa Joe besiegt. Und Joe wird nächster Universal Champ und wird dann Roman Reigns beim SummerSlam plätten. Und Roman Reigns sagt dann, er stimmt mit Paul Heyman aus der letzten Woche zu und meint, dass Joe nicht Samoa Joe sei, sondern irgendwo ein Typ halt. Und ja, dann brawlen sich die beiden und Roman Reigns kann diesen Brawl per Superman Punch für sich entscheiden, vorerst. Das hört sich ja sehr interessant an. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber gut. Wie fandest du das Segment? Ja, war gut. Also, Reigns Full Heal Mode war super. Joe ist halt, kommt halt rein, hat vor keinem Schiss und fängt direkt den Brawl an, weil er halt vor keinem zurücksteckt. Ist auch gut. Also, war ein durchaus gutes Segment. Und die beiden sind gute Leute. Die haben auch später am Abend noch ein Match, was ja gleich danach angekündigt wurde. Und das Match, dazu kommen wir später, war aber auch dann gut. Ja, genau. Dann kommen wir zu meinem Opener mehr oder weniger. Das Tag Team Match zwischen den Hardy Boys, Jeff und Matt Hardy gegen The Club. Ja, aber okay. War ein 10,5-minütiges, solides Raw Tag Team Match. Nix irgendwie was geil war, sondern war halt einfach da. Der Club ist schon wieder total am Sack und ja. Who gives a damn about the club? Die Hardys gewinnen mal wieder und sind damit wieder im Titelrennen. Wundervoll. Genau, die Hardys werden ja weiterhin noch um die WWE Raw Tag Team Championships von Sheamus und Cesaro noch weiterhin fehlen und haben hier einen Sieg gekriegt. Das war ja durch Twist of Fate, anschließend das Swanton Bomb, also quasi der Hardy Finisher. Ja. War halt ein ganz, ja, ordentliches Match. War jetzt nichts Großes, war aber auch nichts Schlechtes, also kann man sich angucken, muss man aber nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen, zu dem Match. Goldust lädt R-Truth für die nächste Woche zu seiner Filmpremiere von Shattered Truth ein. Und ja, war mal wieder eine kleine, nette Goldust-Promo. War wie immer super und mal sehen, was da nächste Woche für eine Sache passiert. Honest Director's Chair. Eli Samson kam dann in den Ring und hat mal wieder ein bisschen Liedchen gesungen, hat von wegen gesagt, ey, Kinners, seid leise, macht die Handys aus, ich möchte gern singen. Und ja, Baylor hat da was dagegen, Finn Baylor hat da was dagegen, kam raus, gab einen Stare-Down und Eli Samson ist gegangen. Dann hat Finn Baylor ein Match gegen Bo Dallas und hat ihn locker flockig nach 3,5 Minuten geplättet. Ja, zu Eli Samson und Finn Baylor kommen wir ja gleich, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, was ich zu Eli Samson sagen soll. Irgendwie halte ich noch nichts von dem. Ja, er zieht halt soliden Heel-Heat, weil er halt jedem auf die Nüsse geht, aber ansonsten, er ist halt ein absolut solider Midcard-Heel, meiner Meinung nach. Er ist solide im Ring, er hat ein ganz so ordentliches Gimmick, er zielt Heel-Heat und mehr braucht er für die Midcard auch nicht als Jobber. Nö, und ich sag mal,
mehr als maximal Midcard wird für ihn auch nicht rausspringen. Ja, Also, nee. der wird kein Main Eventer, auch Der wird kein World niemals. Champion, außer man will Drifters pushen, dass sie sich Wrestling angucken. Dann wahrscheinlich, aber ich denke nicht. Backstage waren Enzo und Cass bei Kurt Angle. Kurt Angle. Ja, also sie haben erst kurz nochmal den Tweet angesprochen von Enzo gegen McGregor, wo Angle gesagt hat, bist du dumm? Und Enzo hat gesagt, nö. Und ja, Angle möchte später den Angreifer herausstellen im Main Event. Wundervoll. Ja, dann natürlich eine schöne Ankündigung vorher noch, oder beziehungsweise was auch jetzt folgen wird, und zwar WWE 2K18 wurde angekündigt, und zwar kommt es ja am 17. Oktober 2017, beziehungsweise wenn man sich die Collectors Edition oder die Deluxe Edition holt, kriegt man es sogar am 13. Oktober. Was in der Collectors Edition drin ist, das weiß man noch nicht, das wird erst im Laufe des Sommers bekannt gegeben laut 2K. Mal sehen, was da so drin ist. Und der Coverstar von diesem Spiel ist Seth freaking Rollins. Also es gibt wenige Sachen, die mich so wenig interessieren wie dieses Spiel. Ich glaube, SmackDown ist sogar vor dem Spiel. Jinder Mahal ist wahrscheinlich sogar vor dem Spiel. Wow. Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, gut, vor SmackDown würde ich eher, ja, gut, stimmt. Also ich habe diesen verkackten Trailer halt gesehen, der ist okay. Nur ein bisschen wacky, dass du dein Top-Babyface bei Raw als Heel in dem Trailer darstellst, aber gut. Naja. Be like no one. Auf jeden Fall, ja, 2K18. Für jeden, die sich fragen, werde ich das auf meinem Kanal Let's Playen? Ich denke mal, jeder wird sich die Frage, denke ich mal, beantworten können. Mit, Nein. genau, mit nein. Auf keinen Fall. Ich habe noch nie Wrestling gespielt in meinem Leben, deswegen wird es auch nicht kommen. Nein, natürlich kommt das. Was natürlich kommen wird, das wird man ja sehen, weil die Frage wird natürlich sein, was die WWE ankündigen wird, beziehungsweise 2K. Ich gehe von Karrieremodus aus. Vielleicht Showcase, weiß ich jetzt nicht. Also ich werde mir das Spiel holen, wenn es einen GM-Modus gibt. Ja gut, ob das geben wird, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall wird natürlich wieder, denke ich mal, viele neue Leute dazukommen, wie halt ein, wer ist nicht im Spiel? Moment. Ja, Kurt Angle wird auf jeden Fall dabei sein, spätestens bei einem DLC wird er dabei sein, das auf jeden Fall. DIY wird drin sein, Office of DIY Pain, wird, ja Asuka. genau. Wobei, ich glaube, die war letztes Jahr schon, oder? Wer? Asuka. Asuka war ja, also Asuka wird zum Ja, ersten Mal frei verfügbar sein, das war ja damals ja in der NXT-Edition noch drin, da war ja Asuka. wird Ah ne, dabei sein. Quatsch, 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 Asuka war so erhältlich. Ne, ne, das war ja Jax, ups. Bobby Roode, Austin Aries, so der Austin Aries war Schmutzer. letztes Jahr auch schon drin. Ach so, In stimmt. der NXT-DLC-Version. Naja. Genau, Ja, auf jeden das Fall. ist nett. Das ist auch okay, das Spiel. Also ich habe jetzt nichts gegen das letzte, das war halt okay an sich, aber ich finde halt irgendwie der, wie heißt der Modus? My Career Modus oder wie der heißt, der ist halt irgendwie, weiß nicht, der catcht mich auf Dauer nicht Der ist und der schlechteste Modus, der dieses Jahr, also das ist der schlechteste Karrieremodus, den ich je gespielt habe. ja. Und weil dann vor allen Dingen es nicht weitergeht, es passiert immer dasselbe. Du spielst halt irgendwie 36.000 Matches und hast halt mal drei Cutscenes. Oder was passiert, oder was auch zum Beispiel passiert ist, zum Beispiel, du hast eine Fehde, zum Beispiel, ich erzähle mal, das ist ja mittlerweile schon veröffentlicht. Ich habe eine Fehde gegen Finn Balor, will mit dem so ziemlich um den WWE World Title kämpfen. Was kriege ich bei der Survivor Series? Ein normales Match gegen Kevin Owens in der Midcard. Ja, sehr gut. Voll in Und der vor Feder, allem. also da denke ich mir auch nur so, also das sind so Dinge, die mich am Spiel ankotzen. Natürlich, ich wollte auch die Heyman-Guy-Herausforderung einfach mal anzocken, aber das Spiel hat mich schon so vorher angepisst, da habe ich auch keine Lust, diesen Modus zu spielen. Obwohl es vermutlich der beste Teil am Spiel, also das Beste am Spiel ist wahrscheinlich mit diesem Brock Lesnar-Modus. Aber wenn das Spiel vorher nicht gut ist, dann brauche ich mir auch den Rest nicht anzugucken. Und ich denke auch, viele Leute, die das Spiel selber spielen, haben auch darauf nicht keinen Bock, so weit hinzuspielen. Und an sich, also ich muss sagen, Exhibition, so die Matches an sich so mal ein bisschen zu spielen, macht schon Spaß. Also auf jeden Fall Ich mag besser das geworden. Gameplay nicht. Ich mag das Gameplay nicht. Also ich finde es okay, ich finde es nicht scheiße, aber Ja, ich kann finde besser werden auf jeden Fall, würde ich nee, schon ich sagen, finde oder? es allgemein, ich weiß nicht, mein Spiel, was ich zocke, muss nicht realistisch sein. Also von mir aus kann es auch Gameplay sein, wie bei Here Comes the Pain oder wie bei den alten WWE-Spielen, wie bei WWE 13 von mir aus auch. Also es muss nicht realistisch sein mit Stamina und was weiß ich allem. Also Ach das muss so, ja, klar.
Ich muss sagen, ich mag das so. Also ich habe jetzt so an sich mit dem Spiel selber kein Problem. Also ich kann Here Comes the Pain spielen. Ich kann auch 2K14, 16, 17 spielen. Also mit dem Gameplay habe ich nie ein Problem gehabt. Also es hat schon Spaß gemacht, so die Matches mal zu worken immer wieder. Auch so mit Backstage auch so ein kleines nettes Detail. Jedoch, ich sag mal, wenn man, ich sag mal, für mich waren es 100 €, weil ich ja die NXT-Edition geholt habe. Seit Ich auch. Jesus, für dich ja auch. Was zum Beispiel, es gibt ja auch gut, ich habe auch zum Beispiel, ich habe natürlich das letztendlich noch reduziert bekommen, weil ja, Vorbestellerbonus, ne, das ist immer was Gutes, da habe ich es glaube ich auf 89 runtergekriegt. Das ist auch noch ganz schlecht, aber ich sag mal, natürlich die Sachen, die da drin waren, waren das nicht so schlimm, ne, aber ich sag mal, wenn das Spiel allgemein 70 € kostet, da warte ich auch, dass es ein gutes Spiel ist für 70 € und ich sag mal, die Erwartungen hat es auf jeden Fall nicht erfüllt. Nee, also. Bei weitem. Gerade weil auch ein Modus gefehlt hat, komplett. Und das ist der Showcase-Modus. Der hat komplett gefehlt. Ja, und stattdessen hast du den shitty Career-Modus. Ja, ich habe gedacht, okay, die lassen das extra raus, um mehr Zeit in Karriere- und Universe-Modus zu sehen. Ich habe eher gedacht, die haben jetzt den Modus einfach weggelassen und haben 2 Wochen Urlaub gemacht. Also, die haben ja auch schon wieder neue Modis angekündigt für dieses Jahr. Mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass die damit wieder nur den Showcase-Modus meinen, der zurückkommt. Wäre natürlich ziemlich shitty, aber naja. Ja gut, Showcase mag ich. Also ich mag es so gerne, alte Geschichten nochmal zu spielen. Das finde ich immer ganz cool, weil da gerade, also den Showcase-Modus fand ich die letzten Jahre immer das Beste am Spiel. Also Ja, mal, das auf jeden Fall. also ich sag mal, die Austin 316-Sache war super. Natürlich, da gab es ein paar Sachen, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben, wie mal zum Beispiel Mike Tyson. Da war einfach irgendein, ich glaube, Enforcer hieß der, glaube ich, irgendwie. Oder 30 Years of WrestleMania, also 2K14 allgemein war ein geiles Spiel, fand ich. Also war für mich das Beste, was ich bisher gespielt habe oder auf meinem Kanal gespielt habe, sagen wir es mal so. Und ja, ich bin mal gespannt, was man bei 2K18 macht. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine Verbesserung vom Karrieremodus. Ich weiß nicht, wie der Universe-Modus ist, weil ich den nicht spiele. Natürlich der Showcase-Modus meiner Meinung nach zurückkommen und vielleicht ein, zwei Modis, die vielleicht cool wären, noch reinzubringen. Also gibt es Möglichkeiten. Ich bin mal gespannt, was sie da machen. Ich werde natürlich die Ankündigung weiter verfolgen und ich überlege eventuell auch wieder, also ich hatte natürlich zum, als die Ankündigung habe, überlegt, einfach ein 2K18 News Video zu machen, wo ich einfach nochmal ein bisschen das alles erkläre. Habe es jetzt über Twitter gemacht, weil ich keine Zeit hatte, jetzt unbedingt ein Video zu machen. Ich denke mal, demnächst, wenn halt mehr Sachen angekündigt werden, werde ich auch wieder so kleine News Videos machen. Ja, wir Wenn die gehen auch Zeit. bis August oder so dauern, bis die Gamescom ist. Genau, die Gamescom, also ich denke mal, Kader komplett Bekanntgabe ist ja, ich denke mal, so im September. Da ist es spätestens bekannt, wer alles dabei ist. Also zumindest von den, die frei verfügbar sind. Die DLCs, die kriegst du ja auch dann kurz Zeit später. Und da wird man ja sehen, wer letztendlich alles im Roster drin ist. Und auf jeden Fall werden viele neue Charaktere drin sein. Natürlich so Nakamura wird frei spielbar sein. Bobby Roode natürlich. Und noch viele weitere. Also wird noch einige Wrestler geben, über die wir sprechen können. Natürlich wird auch Jinder Mahal wahrscheinlich dabei sein, was natürlich super ist. Not. Die Hardys, ja gut, bei den Hardys weiß ich nicht, ob die dazukommen Die können. ist zu 100%, damit die Scheiße gekauft wird. Ja, das stimmt. Mal sehen, ob die 2K so weit bringen kann. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Ja, wird mal abwarten. Und wie gesagt, auf meinem Kanal wird es kommen. Was genau alles Let's Play wird, das muss man halt sehen, was da alles angekündigt wurde. Kann ja auch sein, dass der Karrieremodus so schlecht präsentiert wird, weil ich keinen Bock auf den Modus habe. Glaubt daran nicht, weil ich den immer ein bisschen probieren werde und. Naja, das ist ja nie so. Also in der Vorankündigung und Trailer und was weiß ich, in den vorgezeigt Gameplay sieht es ja immer geil aus, aber Ja, das stimmt. wie es Also ich im habe auch Endeffekt gedacht, als der ist. Karrieremodus so angekündigt, dachte ich so, oh geil, sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber. Dann sieht man die Realität, ne? Wenn das Spiel rauskommt und dann siehst du halt solche Sachen, ne? Wo ich mir denke, ja geil, ich komme direkt in die Tag Team Division im Main Roster, weil ich im Training zu gut war. Toll. Also so, da hat mir zum Beispiel dieser NXT Bonus, den ich ja gekriegt habe durch das NXT Edition, wo ich ja glaube ich, glaube 50% mehr Punkte kriege oder so irgendwas in der Art, hat mir gar nichts gebracht. Tja, naja gut, gehen wir weiter. Ja, Seth Rollins. Der Kawasaki kam halt in den Ring und er hat darüber geredet, wie toll das sei. Und in seiner Kindheit hat er immer gezockt und wer da auf den Sportspielen auf dem Cover war, war immer der coolste für ihn. Und
Da nannte er dann Peyton Manning, Michael Jordan und Shawn Michaels. Ich weiß nicht, auf welchem verfuckten Cover Shawn Michaels mal drauf war. Guck schon mal nach. Ich glaube, ich weiß schon, Weil welches ich Spiel. glaube, also seit in der SmackDown-Reihe war der noch nie auf dem Cover drauf. Seit 2009 vielleicht. Da war der, glaube ich, mit Triple H vielleicht drauf. Aber ansonsten war der, glaube ich, noch nie auf dem Cover drauf. Also würde ich fast sogar wetten. Ja, klar, 2009 war er mit Triple H im Cover. Ja, aber ansonsten 2009 war auch Seth Rollins kein Kind mehr. Also, naja, hat er irgendeinen Shit erzählt. Ja. Nee, alleine war der nie im Cover. Genau, wusste ich doch. Ha. Ja gut, Shawn Michaels, das ist dein Mann. Das ist mein Man. Ja, er freut sich, sich in die Liste von den Namen einreihen zu können. Vor einem Jahr hat er dies alles nicht für möglich gehalten, war am Boden, aber die Fans haben ihm aufgeholfen und haben ihn dahin gebracht, wo er heute steht. Dann kam Bray Wyatt und hat Bray Wyatt Sachen gemacht, hat gesagt, dass Seth Rollins zwar die Kleider von einem ehrlichen Mann tragen könne, aber im tiefsten Inneren wüsste jeder, dass er nicht ein ehrlicher Mann ist. Und Seth Rollins sagt dann, ja, das stimmt, ich bin nicht nur irgendein ehrlicher Mann, sondern ich bin der Mann. Und Bray Wyatt sei nur in seiner eigenen Welt ein Gott und in Wirklichkeit ist er ein Lutscher. Und Bray Wyatt macht dann sein Entrance und kriegt Dive von Seth Rollins ab und das war's. Ja, man Ja. setzt die Fehde mit Bray Wyatt und Seth Rollins fort. Ja, ist War halt eine okay. Fehde. War Ja. okay, die Promo, wenn ich mal alles in allen, aber ich sag mal, Bray Wyatt kann ich nicht ernst nehmen. Ja, niemand gibt halt einen Fuck auf den. Also wahrscheinlich schon, aber ich gebe halt 0,0 Fuck auf den. Der wird eh die Fehde verlieren. Also. Ja, gerade weil jetzt Seth Rollins so ein Push ist, also. Ja, weil es Bray Wyatt ist, nicht weil es der Freund so ein Push ist. Ich sag mal, einerseits, man schützt Seth Rollins stark. Andererseits, Bray Wyatt, aus Shit. denen wird gefühlt nichts. Finn Balor sollte interviewt werden, wird aber hinterrücks von Elias Sampson attackiert. Damit gibt es eine Fehde zwischen Finn Balor und Elias Sampson, die Also, Finn Balor gewinnt. da wäre ich mir nicht so sicher. Ne? Ne, ich rechne eher damit. Also meistens, wenn man sowas bringt, Mid-Carder gegen Main-Eventer und du willst den Mid-Carder pushen, was bei Elias Sampson offensichtlich der Fall ist, wird wahrscheinlich Elias Sampson irgendwie durch Eingriff oder so verlieren, weil irgendjemand Finn Balor ablenkt. Samoa Joe. Naja, nee. Nee, Eher natürlich so wie Bray Wyatt, weil Bray Wyatt gerne überall angreift, weil er eine Fotze ist. das ist provide. Akira Tozawa besiegt TJP. War okay. War ein schönes Match, muss ich sagen. 10 Minuten 34. War ein schönes Match, finde ich. Titus O'Neil hat nach dem Match gesagt, dass Akira Tozawa der nächste Cruiserweight Champion ist und Neville kam dann hinzu und hat gesagt, dass er keine Chance hat und Titus O'Neil sagt, Tozawa sehen, Neville nur einen Mann voller Angst. Und ja, nichts, oder er ist nichts im Vergleich zu der Power of Tozawa. Ja, denn das Neville-Level ist nichts gegen the Power of Tozawa. Neville-Level ist auch ein richtig beschissener Name. Neville-Level. Ist ja fast ein Reim, obwohl es kein Reim ist. Gut, dann gab es noch, Backstage hat schon noch Kurt Angle mit Revival unterhalten. Revival werden wir noch später besprechen. R-Truth hat auf das Videosegment angeantwortet und hat gesagt, er wird da sein. Backstage war Bo Dallas, war niedergeschlagen wegen seiner Niederlage gegen Finn Balor und Curtis Axel hat ihn dann aufzubauen versucht und The Miz kam hinzu, hat es unterbrochen und hat ihm einen Platz in seiner Entourage angeboten. Warum zur Hölle will er zwei Geeks in seiner Entourage? Aber wir kommen da später zu. Backstage war Samoa Joe im Interview. Er hat beim letzten Mal, im letzten Aufeinandertreffen zwischen ihm und Reigns besiegt. Und Reigns solle sich seiner Aufgabe heute bewusst werden und Joe wird ihm heute eine Lektion erteilen. Match hatten wir dann. Hast du das wahrscheinlich nicht gesehen? Nope, ich habe nur eine Szene gesehen, aber dazu kommen wir gleich. Das war fein. War 18 Minuten lang ungefähr, 3,5 Sterne oder so. So ein gutes Raw-Match halt. Hard-Hitting-mäßiger geführt. Interessantester Match war aber jedoch, weil es war halt ein Raw-Match. Jeder wusste, da ist halt. Pfuh, ist halt ein Raw-Match, das hat null Auswirkungen auf die Zukunft. Und ja, am Ende
ist halt Reigns ein bisschen steil gegangen, wollte sein Spear zeigen. Und dann haben wir auf einmal auf dem Titantron gesehen, wie ein Krankenwagen angefahren kam. Der Roman Reigns abholen wollte. Auf einmal klatscht die Tür vom Krankenwagen auf und Braun Strowman steigt aus dem Monster Pop. Und ja, er schreit dann erstmal seine Catchphrase, I'm not finished with you. Und Reigns ist abgelenkt, trägt den Coquina-Clutch ab, wird ausgechoked. Und ja, Joe geht, Strowman kommt zum Ring, ermordet Roman Reigns und fordert ihn dann zu einem Ambulance-Match bei Great Balls of Fire heraus. This girl is on fire. Ja, also ich habe das Match nicht gesehen. Ich habe nur die Szene gesehen, wo Braun Strowman reinkam. Das war's, weil ich einfach nur interessiert hat, wie der Pop für ihn sein wird. Und er hat einen guten Pop bekommen. Also man merkt schon, die Fehde hat ihn overgebracht. I'm not finished with you. Ja, das ist eigentlich eine schöne Catchphrase, obwohl ich mich immer noch an die Sache erinnere. Da sagt einer, finish jetzt. With you und rennt dann wie ein Berserker einfach gegen die Tür und rammt die einfach weg. Das war geil. Nachdem, ich glaube, das war nach Payback. Der Pay-Per-View. Kann sein. Aber auf jeden Fall sind. Braun Strowman ist super. Braun Strowman ist gut. Ich mag ihn. Also, ich habe nichts gegen ihn. Wird gut dargestellt, muss man sagen. Also, man bookt ihn gut. Aber. Man weiß eigentlich schon, worauf es hinausläuft mit ihm. Leider. Am Ende des Tages. Und Worauf? ja. Worauf denn? Ich will es lieber nicht ansprechen. John Cena returned. Richtig, genau. Auf jeden Fall Ambulance Match. Ja, mal sehen, wie es wird, wahrscheinlich, oder? Bei Great Balls of Fire. Ja, keine Ahnung. Wird bestimmt ganz nett. Ja. Obwohl ich immer das Gefühl habe, Braun Strowman schmeißt dann Roman so hart gegen die Tür einfach. Und dann wird Roman bewusstlos und verliert es. YOLO. YOLO, genau. Auf jeden Fall, ja. Ich freue mich, dass er irgendwann zurück ist. Natürlich, es war, denke ich mal, jedem klar, dass es keine 6 Monate sein wird. Man hat die Überraschung versucht. Ist eigentlich auch gut gelungen, weil ich glaube, man hat jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass er heute zurückkommt. Also bei Raw einfach zurückkommt. Man hat ja eher gedacht, okay. Bei Great Balls of Fire gegen Lesnar oder so. Aber er Die kam Fans heute zurück. ja auch nicht unbedingt gewusst, was da gerade passiert, als dann der Krankenwagen reingefahren kam. Nö, Also ich die wusste es auch erstmal nicht. Also ich habe, okay, ich wusste es natürlich schon irgendwo, aber ich würde schon sagen, wenn ich es jetzt live gesehen hätte, ich auch gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Weil, ich sag mal, Braun Strowman hat man ja auch nicht direkt im Hinterkopf, weil man erst da denkt, ja, der ist ja eh erst 6 Monate da, ne? Also für die meisten. Ich habe eher gerechnet, dass er bei Great Balls of Fire zurückkommt. Also auch noch ein bisschen was weg. Und dann kommt er einfach und dachte schon, oh, krass, ist Schade, schon wieder. dass man nicht nur die Sirene erst gebracht hat. Wäre ich ausgemacht, weil ich gedacht hätte, es wäre Scott Steiner. Was wäre jetzt? Was wäre geil? Wenn sie nur die Sirene gebracht hätten. Ach so, wegen Scott Steiner. Der Mann ist jetzt woanders. Der ist nicht mehr in der WWE. TNA. Aber gehen wir nicht zu TNA, gehen wir zu Miss TV. Jo, Maurice war der Gast. Miss wollte sich für seinen Scheiß entschuldigen. Nur nebenbei standen zwei Bären im Ring. Ja, die hatten zwei Schilder hochgehalten. Ich habe keine Ahnung mehr, was auf den Fuck-Schildern drauf stand. Ah, da steht's. Einmal, I'm sorry und einmal, please forgive me. Ja, wunderbar. Habe ich mir sogar aufgeschrieben. Ist ja amazing, wie gut ich vorbereitet bin mit meinen schönen Notizen. Miss entschuldigt sich für seinen Scheiß, dass er die Uhr von ihrem Großvater zerstört hat und hat einen Backshow gemacht und hat eine neue gehabt und hat die ganze Nacht mit YouTube-Videos verbracht, wie er die wieder zusammenkleben kann. Und Maurice ist eskaliert und hat ihn geknutscht und Dean Ambrose kam hinzu und Dean Ambrose will dann Miss attackieren, aber der zieht dann Maurice vor sich, wodurch sie sich dann den Champagner überkippt und die ist ein bisschen steil gegangen, hat Miss aufs Maul gehauen. Nachdem der Miss dann Ambrose attackieren wollte und damit die Uhr wieder mal umgeworfen hat und ja. Ambrose wollte dann nun Miss attackieren, der total geplättet war. Und dann haben sich die zwei Bären entblößt als Bo Dallas und Curtis Axel und haben Dean Ambrose attackiert. Und der Miss triumphierte am Ende, nachdem man noch das Skullcrushing Finale zeigen konnte. Ja, zwei Jobber verprügeln Ambrose. Das ist natürlich
Und man baut immer noch diese Fehde mit diesen Bären auf. Oha. Ja, aber anscheinend, was entscheidend ist, was jetzt in den News kommt, ist ja, dass man ja einen Split plant zwischen Miss und Maurice. In den Kameras zumindest. Weil sie so sehr an Mike Bennett und Maria erinnern würden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lieber Miss und Maurice als Marie und Mike Bennett. Also ich war froh, dass sie bei SmackDown nicht waren. Ich hab nur, war nur froh, dass sie irgendwie exklusiv waren. Hab mir 10 Sekunden angehört und hab direkt wieder abgeschaltet. Also Gott, ey, das ist schrecklich, dieses Gimmick da. Und dann denke ich mir so, ich hätte lieber tausendmal Miss und Maurice. They are the It Factor. Segment war okay. It Couple. Ja. Ist ganz nett mit der Entourage. Ich frag mich nur, was Miss halt mit zwei Geeks will. Ich meine, es ist ja meistens so, dass ein paar Leute ein paar Geeks halt an seiner Seite haben, um damit die halt aufs Maul kriegen und man selber in Ruhe gelassen wird, aber naja, es sind halt immer noch Bo Dallas und Curtis Axel. Ich freue mich für Curtis Axel, dass er was zu tun hat, weil ich mag ihn. Bo Dallas ist eine Latte, der kann von mir aus weiter irgendwo rumjobben, aber naja. Ja, das ist. Cesaro tritt gegen Titus und Apollo an. Ja. Cesaro gewinnt nach 4 Minuten 12, nachdem er einen Double Team Move gezeigt hat mit Sheamus und ja, wunderbar, ganz toll, amazing. Ja, die Sieger sind ja Sheamus und Cesaro und sag mal, der Sieg hat ihnen nichts gebracht, haben halt gewonnen, waren als Tag nur stark, haben glaube ich sogar mit einem Double Team Move beendet und war halt dann nur so, ne? Kommen wir nun zu einem kleinen Highlight. Was? Der Clip. Also, den Abschluss gibt. Achso. Ja, gab es den Clip zwischen Brock Lesnar und Samoa Joe. Haben beide jeweils ihre Sichten erzählt. Ja, war halt ihre Gimmicks, ne? Samoa Joe hat sich ein bisschen präsentiert. Man hat sogar dort auch sogar den Ring of Honor World Title gesehen. Ach ja. Ganz nett, also ein Bild halt nur, ne? Also man hat nicht gesagt, er war Ring of Honor Champion. Ich glaube, dann wird Brock Lesnar den auslachen. Und viele weitere Sachen und dann hat man noch ein bisschen was präsentiert, hat man ein bisschen auf das Match gehalten. Ich muss sagen, war ein geiler Clip an sich. Und ich muss sagen, ich freue mich auf das Match weiterhin. Also wird geil. Dann Great kam Balls of Fire. Overbooking Shitty Shit. Nia Jax besiegt Sasha Banks nach einer Minute 12 per DQ, weil alles passierte. Emma kam zum Ring und hat Alexa Bliss in den Ring gejagt und Nia Jax hat dann Alexa Bliss festgehalten und Emma wollte sie schlagen, aber hat dann verfehlt und hat Nia Jax getroffen. Dadurch wurde dann Banks DQ'd. Dann hat dann Banks Nia Jax attackiert. Und dann haben auf einmal Emma und Alexa Bliss zusammengearbeitet gegen Sasha Banks. Und dann kamen Mickie James und Dana Brooke heraus, um den Safe zu machen. Aber Nia Jax hat beide geplättet. Und dann kam Bayley raus und macht den Safe für alle. Das war absoluter Bullshit. Ich frage mich nur, was sollte dieses Segment und ich habe gar nichts kapiert. Ja, das war scheiße. Kommen wir zum Main-Segment. Kommen wir nun zum wichtigsten Segment des Abends, also zum Frauensegment. Ja, kann man nicht viel sagen. Na War schade. halt da. Kommen wir nun zum Highlight. Okay, ob man uns Highlight sagen kann oder nicht, wird man halt sehen. Auf jeden Fall zum Main-Segment des Abends mit Kurt Angle und den restlichen Superstars. Kurt Angle kam raus, hat direkt, um zur Sache zu kommen, Revival und Big Show herauszurufen, die ja die Hauptverdächtigen waren in der Geschichte um Enzo und Cass, hat die dann befragt. Es kam dann raus, dass Revival ein Alibi hätte. Big Show wiederum hätte keins, aber dann hat sich Corey Graves eingeschaltet und der hat dann ein Video gezeigt, wie wir Cass halt Backstage sehen, der liegt schon auf dem Boden und hat alles inszeniert. Und Cass ergreift dann das Wort und sagt, dass er Enzo attackiert hat, er hat es halt zugegeben und es habe ihm gefallen, er konnte endlich den Frust ablassen und den Kerl plätten, der ihm immer so auf den Sack ging und ihn zurückhielt. Enzo Amore hätte einen riesen Maul und immer wieder müsste Cass dann den Kram ausbügeln, den er ausfrisst. Und Enzo sei ein Depp, dass er nicht mal gemerkt hat, dass er ihn fertig gemacht hat die ganze Zeit. Und ja, zum Abschied hat er noch, zum Split quasi, ja, er hat gesagt, wir sind fertig miteinander. Und dann zum Abschied quasi hat dann Enzo noch ein Big Boot kassiert und war tot. Und es gab noch You Suck Chance.
Segment war gut. Cass hat eine ziemlich gute Promo gehalten. Enzo hat es gut gesellt. Der stand halt wirklich geschockt da. Dem ist eine Träne gelaufen. Ja, er hatte Tränen in den Augen. Das war Okay. ziemlich gut eigentlich. Also hat mir gefallen. Warum auch immer Corey Graves das gezeigt hat, keine Ahnung, weil immer wieder hat er ja gesagt, vor allen Dingen auch noch vor. Das war übrigens eine coole Sache. Also man hat ja vor einigen Wochen das ja gebracht, von wegen, ah, Corey Graves am Kommentatorisch gesagt hat, er würde gern persönlich die Hand dem geben, der Enzo attackiert hat. Und dann 2 Wochen später hat ja aus irgendeinem Grund ja Cass ihm die Hand gegeben, weil er sich ja entschuldigt hat oder sowas. Das war ein ganz cooler Spot übrigens, also wenn man das so aus Retro-Perspektive sieht. Aber warum auch immer Cass, sag ich schon, warum auch immer Graves das dann enthüllt, habe ich mich gefragt, weil er hat ja die ganze Zeit gesagt, oh geil, dass Enzo aufs Maul gekriegt hat. Er hat immer gesagt, dass er Enzo nicht mag. Und wie gesagt, er möchte dem die Hand geben, der es gemacht hat, weil er den super findet und bla bla bla. Und dann im Endeffekt verrät er doch Cass. Also irgendwie war das komisch, aber ich hatte nichts dagegen. Ich fand es okay. Wie gesagt, ich fand das Segment gut. Also von daher konnte ich über den kleinen Teil da hinwegsehen. Und ja, das war ziemlich gut. Es war jetzt kein Festival of Friendship, aber es war trotzdem ziemlich gut. Und eines wahrscheinlich trotzdem der besten Segmente des Jahres. Ja, auf jeden Fall zum Segment. Das war sehr gehypt. Man wollte ja wissen, ja, wer war es denn? Wir haben ja auch schon auf Big Cass getippt, dass es er sein könnte, um einen Split einzubauen. Auch wenn wir da auch nicht ganz sicher waren. Aber letztendlich war es letztendlich so. Man hat Revival verdächtigt, aber Revival wäre halt zu offensichtlich gewesen. Ja, haben ein Alibi. Ja, sehr interessant. Big Show. Ja. Wenn er es machen würde, würde er direkt ins Gesicht hauen. Ja, so wie bei jedem Big Show Turn, ne? Sagen wir es mal so. Und ja, ich weiß auch nicht, warum Corey Graves das aufgelöst hat. Verstehe ich auch nicht so ganz. Aber er hat es letztendlich getan. Und allein schon vorher Enzo die ganze Zeit, nee, ich weiß, wer du bist. Und dann auf einmal so, yeah, damn right, I did it. Und direkt der Blick von Enzo und ich auch so, oh, okay. Gucken wir es dann so weiter an. Und ich muss sagen, das Segment war ganz gut. Also, es hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen, weil ich echt in dieser. Natürlich, an sich, ich bin kein großer. Also, ich mag zwar die beiden. Also, ich habe ja kein Problem mit denen. Ich mag ja deren Entrance und so weiter. Und. Ja. Einerseits natürlich irgendwo. Natürlich cool, dass sie sich gesplittet haben. Weil sie halt in der Tag Team Division einfach nichts mehr so groß gerissen haben. Andererseits natürlich auch schade, weil ich es schon irgendwie ein bisschen mochte. Man hat es auch sehr gut rübergebracht. Also ich war auch in dieser Story auch drin, obwohl ich eigentlich jetzt nicht so immer ein großes Interesse an der Tag Team Division habe, aber ich war schon in dieser Sache drin. Hab so mit Enzo auch ein bisschen mitgefühlt. So auch der hat es auch geil verkauft, so mit den Tränen und so. Und er konnte es einfach nicht glauben, einfach den Fasslosen gemimt und alles. Sehr geil verkauft, als wäre es total echt gewesen. Sehr geil, muss ich sagen, von Enzo. Also da muss ich auch mal. Wir haben jetzt Enzo sehr oft kritisiert bei seiner Ringleistung, zu Recht, muss man einfach sagen. Aber hier möchte ich einfach mal Enzo hervorheben, der es einfach sehr gut verkauft hat, der es sehr glaubwürdig gemacht hat und man das auch alles sehr gut verkaufen konnte. Also da auch mal großes Lob an Enzo. Also Micwork und Ausstrahlung hat er auf jeden Fall. Den Rest eher nicht. Muss man leider so sagen. Und Big Cass hat ja auch eine gute Promo gehalten, ist jetzt wirklich komplett heel geturnt. Und ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Also das hat mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Der Split, natürlich weiß man, worauf es hinauslaufen wird. Big Cass wird wahrscheinlich gut gepusht werden. Enzo, ja, wird natürlich nicht groß gepusht werden. Das ist, denke ich mal, jedem klar. Muss man halt sehen, was mit dem dann wird. Vermutlich vielleicht ein Jobber. Tour 5. Oder Tour, ja, Tour 5. Meinst du? Er kann talken. Er zieht Heat oder beziehungsweise er labert Scheiße und kriegt aufs Maulpunkt. So kannst du irgendeinem Heel einen soliden Sieg geben. Fertig aus. Mehr ist auch nicht zu gebrauchen. Ja, leider ist er nicht mehr zu gebrauchen. Also der Tag Team Division war ja nicht ganz gut aufgehoben. In Einzelmatches eher nicht. War ja auch immer derjenige, was man auch so sehen kann, eigentlich immer derjenige, der eigentlich immer verloren hat. Also wenn man überlegt, ich glaube, Big Cass wurde, abgesehen jetzt vom Universal Title Match, wo er gepinnt wurde, also dieses Fatal 4, wurde Big Cass, glaube ich, noch nie gepinnt. Also ich wüsste jetzt nicht, wo er im Main Roster mal gepinnt wurde.
Ja. Außer dieses eine Mal. Also sonst war es ja immer. Sonst war es ja entweder ein DQ oder Countout oder. Ja, getappt hat Big Cat ja auch nicht. Sonst hat er ja eigentlich immer alles gewonnen. Oder halt Enzo hat die Niederlage eingesteckt, wie immer. Und ja, auf jeden Fall hat man es sehr, sehr gut gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich höre manchmal ein Echo bei dir. Komisch. Oh gut. Ich hoffe, ihr stört euch nicht so ganz. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen wollte. Einerseits natürlich schade, dass die jetzt getrennt haben. Andererseits auch froh. Also ist halt so ein Mischmasch. Ist halt die Frage, was man daraus macht. Hoffentlich pusht man Big Cass gut. Hoffentlich kann er als Singles Wrestler funktionieren. Das weiß man ja nicht. Also das muss man erstmal sehen, wie das so läuft. Weil nicht jeder Tag Team Wrestler kann eine gute Singles-Karriere starten. Wie jetzt, keine Ahnung, jetzt ein Bret Hart oder die Shields. Alle drei, ne? Die jetzt auch momentan ja alle ja World Champions wurden. Mehrfach, teilweise sogar. Bin mal gespannt, wie es mit Big Cass aussieht. Ja. War ein sehr gutes Segment. Man hat es natürlich ein bisschen komisch aufgebaut. Aber letztendlich, das Resultat hat mir letztendlich gefallen. Und allgemein, so die ganze kleine Storyline hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Und ja. Natürlich habt ihr jetzt auch einen kleinen Backstage-Hintergrund gesehen. So attackieren sich, oder so sellen die Leute eine Verletzung. Also so hat Enzo auch seine Verletzung gesellt. Gegen irgendwas getreten, dann lag er am Boden. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Also hat mir auf jeden Fall gefallen. Was denkst du, was mit der Fete passiert? Also ich denke mal, das wird ein kurzes Intermezzo. Wird ein Pay-per-view gehen, werde ich aus. Ja, SummerSlam wird es nicht so weit kommen. Also ich denke mal, Great Balls of Fire, wenn sie ein Match kriegen, das wird Big Cass klar gewinnen. Und dann, denke ich mal, wird Big Show, sage ich, Big Cass vermutlich gegen Big Show fäden. Mal sehen. Ja. Damit Big Cass da einen weiteren großen Sieg erhält. Jo. Obwohl ich sagen muss, also World Champion Potenzial sehe ich bei dem aktuell nicht, aber er kann sich ja noch steigern. Jo. Und ich sag mal, bis ein gewisser Herr den Titel abnimmt, wird auch erstmal kein World Champion. Genau. Ja, willst du noch was zum Segment sagen? Oder was Nö, denkst ich fand du? es auch ziemlich gut. Ja. Ja, war ziemlich gut und war vielleicht sogar eins der Highlights Ja. dieser Raw-Ausgabe. Also es war auf jeden Fall ja, ganz gut gemacht, wie gesagt. Ich finde es auch okay, dass man uns an den Main-Event gestellt hat, weil hat gepasst, finde ich. Also ich habe schon gelesen, dass viele es scheiße fanden, dass das der Main-Event war. Ich finde es okay. Muss ja jetzt nicht immer ein Match sein, das ein Main Event sein muss. Kann ja auch immer so ein Segment sein. Und gerade das war ja auch ein großes Segment. Man hat hier einen großen Split aufgebaut. Und wie ich auch gelesen habe, waren die Ratings gar nicht so schlecht. Ja, die Muss man. Ratings waren wohl besser wie, auf jeden Fall besser wie letzte Woche. Genau, ich habe jetzt gerade die Zahlen hier. Letzte Woche hat man ja ein Rating-Tief von 2,5. 2 Millionen gehabt, was ja, das war das zweitniedrigste, nee, das niedrigste in dem kompletten Jahr und eins der niedrigsten aller Zeiten. Jetzt haben sie wieder die 3 Millionen geknackt. Genau, jetzt haben sie 3,102 Millionen Zuschauer, das ist ein sehr, sehr hoher Anstieg. Und Wow. SmackDown ist auch von 2 Millionen auf 2,5 hoch. Fast Genau. 2,6. Genau, also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dieser Anstieg, muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall. Aber natürlich muss WWE weiter liefern. Ja. So, sonst gehen die Ratings weiter in den Keller. Und gerade bezüglich auf die TV-Verträge wird es ja auf jeden Fall sehr wichtig sein. Ich lese hier gerade interne Kritik. Was heißt das denn? Ah, ich lese gerade, dass viele den Split, also. Intern soll es anscheinend viel den Split nicht gefallen. Weil sie sehr kritisch darüber stehen. Ah ja. Viele meinen, es sei zu früh. Zu früh? Die sind seit 8 Jahren oder so gefühlt im Tech-Team. Man hätte sie noch Gefühlt. beide weiterhin gerne gesehen, um Erfahrungen zu sammeln. Ach Quatsch. Die sind doch schon, die Und. können doch eh nichts mehr miteinander machen.
Die können noch einen Titel holen, wow, aber dann. Ja, dann wäre das Einzige noch den Tag Team Title gewinnen, was ja sowohl Eben. bei NXT als auch bei Raw nie geschafft haben. Also, Ja. Tag Team Champions werden es erstmal nicht sein. Ja, höchstens Enzo mit einem anderen Tag Team Partner, aber mal sehen. Ja, ansonsten denke ich mal, groß planen das mit Enzo. 29.12.2013 Tag Team. Jo, 4 Jahre. Schon lang. Lang genug. Was man natürlich dazu sagen kann, also Enzo wird, denke ich mal, wieder erst was Großes erreichen, sollte es irgendwann wieder ein Reunion geben zwischen Big Cass und Enzo. In wie viel Jahren auch immer. Ja, vorher wird er nichts machen. Nee, vorher wird er keine große Rolle spielen. Also ich denke mal, irgendwann werden sie auch wieder ein Tag-Team sein. Also, das ist ja meistens so. Es gibt ja immer wieder die krassen Splits. Also ich sag mal, die Ex hat sich ja gesplittet, Evolution hat sich gesplittet, auch Shield wird irgendwann auch wieder, also Shield arbeiten ja teilweise manchmal sogar zusammen, aber wird ja auch irgendwann wieder mal ein Stable sein für eine kurze Zeit, jetzt nicht so lang wie ihr erster Run. Also viele Tag Teams, die eine Bedeutung haben, werden auch, denke ich, auch immer wieder reunited sein. Deshalb, ja, so viel zur Raw-Ausgabe, zur Raw-Review, dein Fazit. War eine solide Show. Mir hat gefallen, dass es nicht viel Fehlkram gab. Also es gab halt, also es gab keine Bullshit Singles-Matches, wo du dir nur dachtest, warum gibt es jetzt die Scheiße, sondern jedes Match hatte schon seine Berechtigung und hatte auch storymäßig irgendwas zu tun damit gehabt und von daher hat es gepasst und ich würde so 6 oder 7 von 10 geben, so 6,5 oder so. Würde ich auch so zustimmen. Also war eine solide Show, war jetzt nichts Großes. Man hat ja ein bisschen aufgebaut zu Great Balls of Fire. Natürlich das große, einer der Highlights war bestimmt echt mal, dass Braun Strowman zurückkam. Und natürlich der Split von Enzo und Cass. Das waren so die guten Punkte, würde ich sagen, von der Raw-Ausgabe. Ja, Reigns-Segmente kann ich nicht bewerten. Den Videoclip von Joe fand ich gut. Joe und Lesnar fand ich gut. Ja, die R-Truth und Goldust Clips waren gut. Das Cruiserweight Match war okay. Rollins war okay. Deswegen war ich mit der Raw einigermaßen zufrieden. Natürlich gibt es hier Steigerungsbedarf. Ja. Gut. Hast du noch was zu sagen? Match-Empfehlung? Irgendwas? Bum, 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 bum. Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube. Lucha Underground. Was haben wir heute Mittwoch? Ja, letzte Woche genau. War eine durchaus gute Show. Hatte zwei ziemlich gute Matches, die kann man sich angucken. Hatte einmal Mac gegen Johnny Mundo. Die Fortsetzung quasi von dem Match, was ich 4,75 gegeben hatte. Das war aber bei weitem nicht so gut. Das ist ja 3,5 hatte ich gegeben jetzt der Fortsetzung. Und dann hatte man noch ein 3,75-Match mit Muertes gegen Prinz Puma. Das war noch ziemlich gut. Aber ansonsten gab es eigentlich nichts. Ja, bei New Japan das letzte, was passiert ist, hatten wir schon geklärt. Okada Omega. Der G1 wurde angekündigt, das Teilnehmerfeld. Kota Ibushi ist am Start, absolut Oh, göttlich. oh, den gibt's noch. Den gibt es noch, ja, der war ja die ganze Zeit unter einer Maske. Aber ansonsten, Big Japan hatte. Ja, ich denke mal, Okada, Tanahashi werden auch dabei sein, oder? Im G1. Ja, logisch. Also alle. Und Kenny Omega. Alles, was Rang und Namen hat bei New Japan und nicht verletzt ist. Wann geht er denn los? Der G1 geht los im August. Nee, ich glaube sogar schon Ende Juli. Da müsste ich aber mal genau nachgucken. Also ich glaube schon so Anfang Juli, das gucke ich jetzt mal schnell nach. Dauert auf jeden Fall nicht mehr ewig lang. Ich habe auf jeden Fall über den Großteil. So über die zweite Hälfte über habe ich Urlaub. Hehehe. Super. Habe ich. Übrigens eine Sache, der Gewinner des G1, ich versuche mal richtig zu stellen, wird den Main Event von Wrestle Kingdom 12 kriegen im World Title Match. Also er darf den IWGP Heavyweight Champion herausfordern. 17.07. geht's los. War das richtig, was ich gesagt habe? Ja, und auf dem Weg zu G1 halt gibt es ja noch eine Show. Im Normalfall, ich glaube eine. Ich überlege gerade, ich glaube eine, ja. Und da muss dann der G1-Sieger nochmal dann
seinen Koffer? Koffer verteidigen, genau. Zwei Shows gibt es sogar. Destruction gibt es noch, die zwei Shows. Es gibt, beziehungsweise die drei Destruction-Shows und dann gibt es Power Struggle noch. Und dann geht es auf den G1 zu. Ja, G1 muss man eigentlich gucken, wenn man Wrestling-Fan ist. Ist die beste Show des, oder das beste Turnier des Jahres. Mit meistens auch den besten Matches des Jahres, aber. Da löst eigentlich Wrestle Kingdom jedes Jahr immer wieder den G1 ab in den besten Matches des Jahres oder dieses Jahr sogar Dominion, wenn wir Okada gegen Omega uns angucken. Und ja. Ja, vielleicht gibt es nochmal Okada gegen Omega im G1-Finale. Glaube ich nicht. Also Ich wenn auch es das nicht. Match nochmal gibt, dann bei Wrestle Kingdom. Aber vorher wird es es nicht geben. Also das hebt man sich wahrscheinlich auf für ein Big Match. Und. Ich tippe auch, dass einer von beiden gewinnt. Wenn es wirklich den Main Event nochmal geben sollte, müsste einer von beiden gewinnen, oder? Ja, klar, aber ja gut, Omega, ja, klar, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, also es ist eine ganz offene Sache, es muss ja nicht unbedingt sein, also es ist das Offensichtlichste, aber im letzten Jahr ist das Offensichtlichste auch nicht eingetreten, im letzten Jahr hatte man auch drei andere Namen auf dem Zettel und niemand hat an Omega gedacht und am Ende hat es dann Omega gemacht. Also der G1 ist immer, oder gerade New Japan ist immer, die machen nicht immer das Offensichtlichste, die machen meistens das Offensichtlichste. Aber wenn du dann denkst, okay, das ist eh safe, braucht man gefühlt nicht gucken, den G1 braucht man sich nur Berichte durchlesen und mal ein paar geile Matches angucken. Und dann zeigen sie dir, okay, ey, wir machen doch was anderes, was zwar geil ist, weil New Japan macht nicht mehr die WWE in Swerve und es ist dann irgendein Shit. Sondern New Japan macht halt was anderes, was keiner kommen sieht, aber es ist trotzdem geil, ja. Da hast du halt mit Tanahashi, mit Shibata oder mit Naito im letzten Jahr gerechnet und dann macht es halt einfach Omega, der im Finale gegen Goto antritt, wo niemand mit gerechnet hat, ja, weil man das einfach so geil gebuckt hat, dass einfach Omega, Okada und, nee, Tanahashi, Okada und Goto einfach punktgleich waren in ihrer Gruppe im Block A. Und Goto, es war quasi so, dass noch ein Match übrig war bei denen im Block. Also der G1 ist ja mal in zwei Blöcke eingeteilt und dann aus jedem Block der Gewinner tritt dann im Finale an. Und da war es so geregelt, dass quasi das Block-Finalmatch war Okada gegen Tanahashi. Und der Gewinner zieht quasi ins Finale ein. Aber die dritte Möglichkeit war der Draw. Und wenn es den Draw gegeben hätte, wäre Goto ins Finale gekommen. Also was passiert? Es gibt den 30 Minuten Time Limit Draw und es kommt das, mit dem keiner rechnet, Goto kommt ins Finale und ich bin ausgemacht. Das war geil. Also New Japan ist so eine geile Liga. Allein für so einen Scheiß liebe ich diese Promotion einfach. Da kann die WWE zur Hölle fahren. Wahrscheinlich freue ich mich irgendwann auf den Tag, wenn wir New Japan reviewen. Ausführlich. Nein. Gut. Brauche ich nicht. Hauptsache ich kann's gucken. Und du kannst ab und zu mal hier dein Herz rauslassen. Oder auf Twitter. Ja, der G1, der G1. G1 Climax 27, 28, kann. Oh, war so richtig. Eigentlich nur ein Fettnäpfchen getreten, aber gut. Ihr merkt schon, ich bin ein New Japan-Experte. Not. Aber gut, so viel zum G1, zu New Japan haben wir darüber auch mal gesprochen. Und ja, wir hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder bei einer Raw-Ausgabe. Und zwar ist es die Go-Home-Ausgabe vor Great Balls of Fire. Es ist nächste Woche. Warte mal, ich guck mal nach, wann ist Great Balls of Fire? Stimmt, kommt hin. Ich glaube, es war Ende Juni. 9. Juli ist nicht nächste Woche. Nee, dann in 2 Wochen erst. Yay, das ist schon mal gut. Das ist nicht gut. Ich hätte nächste Woche Schule gehabt, hätte ich Zeit gehabt. Ja, das ist natürlich sehr blöd. Wann habe ich denn eigentlich Urlaub? Ich hab, glaube ich, in 3 Wochen Urlaub. Nee, 31.01. Nee, das dauert noch eine Weile. 4 Wochen. Was? 31.1.? Nein, 31. Juli. Ach so, ich wollte Dann schon bin ich. gerade sagen, 31.1. wäre ein bisschen spät. Werde ich auf jeden Fall Urlaub machen, ganz gediegen. Die erste Woche werde ich chillen. Die zweite Woche werde ich vielleicht in Urlaub fliegen. Und Amerika. dritte Woche kommen die Reviews. Und dritte Woche bin ich arbeiten. Ich werde Ja. wahrscheinlich sogar nach Amerika fliegen. Und wenn ich da bin, ich werde wahrscheinlich nach Florida fliegen. Urlaub machen, schön am Strand.
Und wenn ich da bin, dachte ich mir, nehme ich vielleicht zwei, drei NXT-Shows mit. Mal gucken. Da kannst du einen Vlog machen und auf Was deinen kann ich da Kanal machen? hochladen. Nein. So eine Scheiße mache ich nicht. Oder machst du ein Interview mit irgendeinem Wrestler, wenn du den triffst? Nö. Ich gehe einfach hin und genieße die Show. Oder es gibt einen Überraschungsauftritt von AJ Styles. Dann werde ich an Herzinfarkt sterben. Ja. Das war's so viel dazu, ne? AJ Styles wird nicht kommen. Ne. Gut. Hast du sonst noch was zu sagen? Nö. Dann würde ich mal sagen, wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.